Wenn die Holdener in weniger als 100 Tagen geht es in Sölden dann schon wieder los mit dem alpinen Skiwinter. Ihr habt sehr viel am Wasser trainiert, wenn man ein bisschen die Social Medias verfolgt hat, Stand-Up-Paddling und andere Wassersportarten. Und ihr habt mit Ruderer trainiert. Was habt ihr von den Ruderern können profitieren? Ja, wir durften mit ihnen trainieren, im Kraftraum ein paar Mal. Und nachher sind wir auch mit ihnen, haben sie es mitgenommen auf den See. Und es war ganz cool, die Welt mal zu sehen. Also es ist schwieriger, als man denkt, dass alles zusammenpasst und mit den anderen, die noch im Boot sind. Also sicher mal die Ruderwelt kennengelernt und sonst einfach die Ruhe, die du auf dem See hast, mitzunehmen. Das war etwas ganz Spezielles gewesen. Die Ruderwelt kennengelernt, aber letztlich ist die Skiwelt eure sportliche Welt. Und dort vor allem oder Slalom. Wie fühlt ihr euch zwei im Hinblick auf nächsten Winter? Slalom läuft alles so in der Vorbereitung, wie es sollte. Also auf der Ski waren wir ja seit dem April nicht mehr gewesen, aber konditionell bin ich zufrieden. Ich konnte wieder Fortschritt können machen. Sommertraining zeigt Fortschritt und das motiviert sicher, um weitermachen. Und die Zeit ist wie im Flug vorbei. Also, weniger als 100 Tage geht es los. Slalom ist das eine, Riesenslalom ist das andere. Wenn man böse sein will, ist das so ein bisschen eine Baustelle von euch. Wie arbeitet ihr an dieser Baustelle, dass die Baustelle ein bisschen vorwärts geht, auch im Riesenslalom? Ja, die Baustelle ist letztes Jahr wieder einen Schritt zurückgegangen, leider. Es ist gar nicht gelaufen, es hat nicht funktioniert. Dieses Jahr probieren wir es ein bisschen mehr mit Speed, auch mit Super-G, dass das nachher mir im Riesenslalom hilft, weil im Slalom bin ich recht schnell auf dem Niveau, das ich habe. Und durch das heisst das ja ein Riesenslalom, weil etwas muss schon vorwärts gehen. Also, es kann nicht immer so bleiben. Ja, vor ein paar Monaten mal der Hans Flatscher, der Cheftrainer, gefragt, wie wäre es, wenn die Holdener auch eine Abfahrerin würde. Er hat abgewunken und gesagt, vorläufig wird aus der Wendy keine Abfahrerin. Das Wort vorläufig ist mir geblieben. Ist das ein Fernziel, dass ihr vielleicht gleich auch im Weltcup auf der Abfahrt zu sehen seid? Also ich werde sicher den Slalom und den Riesenslalom nicht vernachlässigen, aber ich liebe auch den Speed. Ich muss mich noch ein bisschen daran gewöhnen, weil es ist ganz anderer Ablauf und alles. Aber wenn ich gesund bleibe und man weiß ja nie, was in 5 Jahren ist. Also lassen wir uns überraschen. Nein, sagen tue ich sicher nicht. Aber jetzt muss ich zuerst mal einen Riesen vorwärts machen und dann Kombi ist sicher noch das Thema. Das ist Zukunftsmusik. Jetzt schauen wir noch ganz kurz zum Abschluss in die Vergangenheit. 2003 sind hier in St. Moritz, wo wir die letzten Weltmeisterschaften gesehen. Was habt ihr da für Erinnerungen an die Weltmeisterschaften? Habt ihr überhaupt Erinnerungen? Ja, meine Erinnerung ist, dass meine Brüder haben schulfrei bekommen und durften mit dem Onkel da oben schauen und ich konnte daheim bleiben. Ich war noch fast zu klein gewesen, oder zu wenig Erinnerungen, aber die Schweizer waren erfolgreich gewesen. Und meine Brüder sind schauen und heute haben wir das Training an der Piste drauf gemacht und dann merke ich schon, dass es kribbelt oder dass es Freude macht, dass es in 2 Jahren hier auch um die Tour geht. Also die Schweizerinnen und die Schweizer haben 4 Medaillen gemacht, aber keine im Slalom, das würde jetzt noch passen, oder 2017? Ja, das Ziel ist es sicher. Jetzt schauen wir, dass alles gut kommt, dass es klappen kann. Prima, merci vielmals, viel Erfolg. Danke vielmals.